drin Lauts Gedanken berührt. Ich konnte seine Hingabe zu diesem Amon spüren. Naut versucht schon seit Jahrtausenden, seinen Meister auferstehen zu lassen. Es ergibt Sinn. Der endlose Konflikt zwischen Protoss und Zerg, die Hybride, alles Teil des Plans, Amon wiederzuerwecken. Nicht, wenn wir ihn aufhalten. Natürlich. Du dann hast nicht ausgewählte Fähigkeiten. Danke. Du hast an Stärke hinzugewonnen. Eine weitere Fähigkeitsstufe ist jetzt in dir erwacht. Gegner, die durch Kerrigan Schaden erleiden, werden verseucht und erschaffen zwei Brütlinge mit begrenzter Lebenszeit. Jeder Angriff erhöht Kerrigans Angriffsgeschwindigkeit um vorübergehend 15%. Stapelbar bis zu einer Angriffsgeschwindigkeit von Kerrigans Fähigkeiten und werden bis zu 20% verringert. Aber wir werden Raserei benutzen. Evolutionsgruppe, Mutalisken Evolution. Es gibt keine andere Kreatur wie dich im Schwarm. Woher stammt deine Essenz? Der Overmind erschuf mich aus vier Spezies. Vereinigung einer Brut. Was hast du nach dem Tod des Overminds getan? Wanderte durch Tunnel von Char. Ziellos. Verwildert. Königin der Klingen fand mich. Machte mich wieder zu Zerg. Du bist kein Zerg, wenn du nicht von jemandem kontrolliert wirst? Ohne Kontrolle bin ich minderwertig. Wild. Da ist aber jemand, da steht jemand auf Dominus. Gattung bereit für Anpassung. Verbildete Brutlaus geortet, muss Essenz zurückerlangen. Kann mit Mutalisken-Gattung. So, jetzt finde ich das scheiße, dass ich aus den Mutalisken entweder Broadlords oder Viper machen soll. Wieso kann ich nicht einfach beide Einheiten benutzen? Das ist echt kacke. Und das ist echt kacke. Muss ich echt sagen. Vereinigungsplattform der Liga Sigma Centauri. Verbildete Brutlords nahe. Geschütztürme auf Töten von Mutalisken spezialisiert. Stagnation ohne Brutlords. Finde die Brutlords. Wir werden ihre Essenz assimilieren und die Liga zerstören. Brutlords töten. Essenz erlangen. Ja, das war relativ einfach, die Essenz von diesen Brutlords zu erlangen. Zucker, easy peasy. Assimiliere ihre Essenz. Mutalisken können zu Brutlords morphen. Erwarten Befehl. Ob das jetzt clever war, alle so, na egal. Brutlord wirft Brütling ab, greift weit entfernte Bodenziele an. Ob wir jetzt acht Mutalisken beschützen Brutlords, ergänzende Fähigkeiten. Setzen wir diesem Pakt ein Ende. Ich bitte euch. Ah. Ihr werdet doch nicht überrannt. Oh, doch, ihr werdet überrannt. Verstärkung durch den Schwarm bereit.
Ah, Captain Planetary. Tod. Planetare Festung zerstört. Plattform gesichert. Herr Volo. Rokas Hur, Lagerwelt der Liga. Warum immer die Liga? Abgeschlossen. Neue Gattung erschaffen. Viper. Bereit zum Angriff auf Liga. Viper. Was kann ich mit den D? Viper. Strategische Einheit. Entführt Ziele. Zerrt Freund oder Feind an eigenem Standort. Bewegt euch über den Fluss und zieht unsere Scheusale auf die andere Seite. Hä? Ach so. Belagerungspanzer entdeckt. Viper einsetzen. In Reichweite der Scheusale ziehen. Clever. Mach das weg. Naja, kein Stress hier, Jungs. Viper, stößt lähmende Wolke aus. Feinde darin können nicht angreifen. Reißt diesen Bunker in Stücke. Ja. Nur die letzten Verteidiger sind übrig. Bringen wir es zu Ende. Ach so, das gehört gar nicht mehr mir. Ja. Tja, das war's. Die Terraner komplett zerstört. Jorium-Wracht gesichert. Muss Motoristen-Metamorphose vorbereiten. Kehre in die Revolutionsgrube zurück. Ich nehme Bloodlords. Aus dem einfachen Grund, da ich mehr damit anfangen kann, als wie mit Vipern. Aber ich werde eigentlich beides kaum spielen, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Deswegen lohnt es sich fast gar nicht. Dieses Ding im Labor, Narod, es verhüllt seinen Geist vor mir. Doch ich spüre seine Macht. Es ist anders als alles, was ich kenne. Aber du hast den Uralten vernichtet. Du hast die Macht von ganz Zerus. Es entspringt der Leere. Kalt und abweisend. Aber so machtvoll, dass es schmerzt. Aha. Du sprichst von Amon? Ich glaube, er ist tot. Und
Und ich werde sicherstellen, dass das auch so bleibt. Solltet ihr Leben mit aller Essenz verloren sein, Entwicklung wird nicht mehr möglich sein. Ich werde kämpfen. Natürlich. Wir spüren merkwürdige Signaturen im Labor. Du meinst außer den Hybriden und dem Gestaltwandler? Protoss, meine Königin, in großer Anzahl. Ja, ich spüre sie jetzt. Teil darin. Sie dienen Amon bereitwillig. Sie beten ihn an. Sie beten einen toten Gott an. Das macht sie umso gefährlicher. Ich frage mich, wie Narut es schaffen wollte, ein so mächtiges Wesen wie Amon wiederzuerwecken. Ich glaube, die Hybriden sind der Schlüssel. Sie sammeln psionische Energie. Aber wo würden sie genug davon finden, um einen toten Gott wiederzubeleben? Du hast gesagt, dass ein altes Xernaga-Artefakt genutzt wurde, um dich wieder zu einem Menschen werden zu lassen. Aber all deine Macht als Königin der Klingen, wohin verschwand sie nach deinem Verbannung? Du meinst, es könnte ein Hybrid in der Nähe gewesen sein, der diese Energie gesammelt hat? Und genutzt hat, um... Oh nein. Sollte Narut das Xernaga-Artefakt auf diese Weise genutzt haben, hat er möglicherweise bereits genügend Energie, um Amon wiederzubeleben. Das wäre natürlich fatal. Aber wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge, Leute.